EAPO Productions liest norwegische Volksmärchen von Peter Christen Asbjørnsen und Jürgen Moe. Heute die Prinzessin auf dem gläsernen Berg. Es war einmal ein Mann, der hatte eine Heuwiese, die lag auf einem Berg, und auf der Wiese stand ein Schoppen, worin er das Futter aufbewahrte. In den letzten Jahren aber war der Schoppen immer ziemlich leer gewesen, denn allemal in der St. Johannisnacht, wenn das Gras am schönsten und üppigsten stand, wurde die Wiese ganz kahl, als ob eine Viehherde da gegangen und das Gras abgefressen hätte. So geschah es das eine Jahr und so geschah es das andere. Das verdroß endlich den Mann, und er sagte zu seinen Söhnen, er hatte drei und der dritte hieß Aschenbrödel, musst du wissen, es solle einer von ihnen in der St. Johannisnacht im Heuschoppen liegen und Acht geben, wie das Ding zusammenhänge. Denn es könnte nicht angehen, dass jedes Jahr das Gras mit Stumpf und Stiel abgefressen würde, sagte er. Nun machte zuerst der älteste Sohn sich auf. Er wollte schon aufpassen, sagte er, und es sollten ihm weder Menschen noch Vieh noch der Teufel selbst das Gras von der Wiese stehlen. Darauf ging er hin und legte sich in dem Heuschoppen schlafen. Wie es aber auf die Nacht kam, entstand plötzlich ein solches Getöse und ein Erdbeben, daß Dach und Wände krachten. Dem Burschen ward Angst und Bange, und er sprang auf und lief davon, ohne sich umzusehen, und die Wiese wurde in dieser Nacht wieder ebenso kahl als in den beiden letzten Jahren. Den nächsten St. Johannesabend sagte der Mann wieder, es könne nicht angehen, daß sie jedes Jahr ihr Heu auf der Wiese einbüßen sollten. Es müsse einer von den Söhnen die Nacht über im Schoppen schlafen und gut aufpassen. Da machte sich denn der zweite Sohn auf, aber es ging ihm nicht besser als seinem Bruder, denn in der Nacht entstand wieder ein Getöse und ein Erdbeben, noch weit furchtbarer als in der vorigen Johannesnacht. Dem Burschen ward Angst und Bange, und er sprang auf und schwang die Fersen, als ob's für Geld ginge. Das Jahr darauf kam die Reihe an Aschenbrödel. Als er sich aber anschickte, nach der Wiese zu gehen, fingen die beiden anderen an zu lachen und machten sich über ihn lustig. »Ja, du bist eben der Rechte, um das Heu zu hüten«, sagten sie, »du, der du nichts anderes gelernt hast, als in der Asche zu sitzen und dich zu braten.« Aber Aschenbrödel bekümmerte sich nicht um ihr Geschwätz, sondern als es Abend wurde, ging er geradezu nach der Wiese. Als er eine Weile im Schoppen gelegen hatte, fing es an zu donnern und zu krachen. »Oh, wenn's nicht schlimmer wird, so kann ich's aushalten«, dachte Aschenbrödel. Als er noch eine Weile gelegen hatte, entstand ein Krachen und ein Erdbeben, das die Heuhalme umherstoben. »Oh, wenn's nicht schlimmer wird, so halte ich's aus«, dachte Aschenbrödel. Bald darauf kam ein drittes Krachen und Erdbeben, so daß der Bursch glaubte, Dach und Wände würden zusammenstürzen. Als das aber vorbei war, wurde das Mäuschen still. »Ob's wohl wiederkommt?«, dachte Aschenbrödel, aber es kam nicht wieder. Nach einer Weile deuchte es dem Burschen, als ob draußen vor dem Schuppen ein Pferd stünde und graste. Er schlich sich daher an die Tür und guckte durch die Ritze, und da sah er denn ein Pferd stehen, welches das Gras abbiß. Aber ein so großes und stattliches Pferd hatte Aschenbrödel noch nie gesehen, und auf dem Rücken trug es Sattel und Gebiss und eine vollständige Rüstung für einen Ritter. Alles aber war von Kupfer und so blank, daß es glitzerte. »Haha, bist du es, der uns immer das Gras abfrisst?«, dachte der Bursch. »Aber das will ich dir schon verbieten.« Er nahm darauf schnell seinen Feuerstahl aus der Tasche und warf es über das Pferd. Da konnte es sich nicht mehr vom Fleck rühren, sondern war so zahm, daß der Bursch mit ihm machen konnte, was er wollte. Er setzte sich nun darauf und ritt nach einem Ort hin, den niemand kannte als er allein. Und da brachte er es in Verwahrsam. Als er wieder nach Hause kam, fingen seine Brüder an zu lachen und fragten ihn, wie es denn gegangen sei. »Du bliebst wohl nicht lange in dem Schuppen liegen«, sagten sie, »wenn du sonst überhaupt nach der Wiese gekommen bist.« »Ich hab so lange in dem Schuppen gelegen, bis die Sonne aufging«, sagte der Bursch, »aber ich hab nichts gehört noch gesehen. Gott mag wissen, was es ist, was euch so Furcht eingejagt hat.« »Ja, wir werden bald sehen, wie du die Wiese gehütet hast«, versetzten die Brüder.
Als sie aber hinkamen, stand das Gras da ebenso hoch und dicht als den Tag zuvor. Den nächsten Johannes war es wieder das alte Lied. Keiner von den beiden Brüdern wollte nach dem Schoppen gehen und die Wiese hüten, aber Aschenbrödel, der wollte. Nun ging es wieder ebenso wie in der vorigen Johannisnacht. Zuerst kam wieder ein furchtbares Getöse und ein Erdbeben, dann noch einmal und endlich zum dritten Mal. Aber alle drei Erdbeben waren diesmal weit stärker als das vorige Jahr. Darauf ward es plötzlich ganz still, und der Bursch hörte etwas draußen vor dem Schuppen knuppern. Er schlich sich nun wieder ganz leise nach der Tür und guckte durch die Ritze. Ja, richtig, da stand wieder ein Pferd dicht an der Mauer und fraß das Gras ab. Aber das war noch weit größer und stattlicher als das vorige, und auf dem Rücken lagen Sattel und Gebiss und eine vollständige Rüstung für einen Ritter. Alles von blankem Silber und so prächtig, wie man's nur sehen kann. »Haha, bist du es, der uns in dieser Nacht das Gras abfressen wollte?« dachte der Bursch. »Aber das will ich dir wohl verbieten.« Und damit nahm er schnell seinen Feuerstahl aus der Tasche und warf es dem Pferd über die Mähne, und nun stand es da so fromm und so zahm wie ein Lamm. Da setzte sich der Bursch darauf und ritt damit nach demselben Ort hin, wo er das andere Pferd stehen hatte, und dann ging er wieder nach Hause. »Heute sieht es wohl schön aus auf deiner Heuwiese«, sagten die Brüder. »Oh ja, ganz gut«, versetzte Aschenbrödel. Sie wollten nun hin und zusehen, und als sie hinkamen, stand das Gras da so hoch und so schön, dass es nur eine Lust war. Aber die Brüder wurden darum nicht freundlicher gegen Aschenbrödel. Als die dritte Johannisnacht herankam, wollte wieder keiner von den beiden älteren Brüdern in dem Heuschober liegen und die Wiese hüten, denn sie waren noch so eingeschüchtert von der ersten Nacht her, die sie da gelegen hatten, dass sie's gar nicht wieder vergessen konnten. Da musste sich dann Aschenbrödel wieder aufmachen, und nun ging es wieder ebenso wie die beiden vorigen Male. Es kamen wieder drei Erdbeben, das eine noch immer stärker als das andere, und bei dem letzten tanzte der Bursch von der einen Schoppenwand zur anderen. Aber darauf wurde es mäuschenstill. Als der Bursch nun noch eine Weile gelegen hatte, hörte er wieder draußen vor dem Schoppen etwas knuppern. Er schlich sich nun leise nach der Tür und guckte durch die Ritze. Da stand dann wieder ein Pferd da, noch weit größer und stattlicher als die beiden anderen, die er schon gefangen hatte. »Haha, bist du es, der mir diese Nacht das Gras abfressen wollte?« dachte der Bursch. »Aber das will ich dir schon verbieten.« Und damit nahm er seinen Feuerstahl und warf es über das Pferd. Und da stand es auf dem Fleck so fest, als wäre es dran festgenagelt. Und der Bursch konnte mit ihm machen, was er wollte. Er ritt es nun nach demselben Ort hin, wo er schon die beiden anderen Pferde stehen hatte, und ging dann nach Hause. Die beiden Brüder machten sich wieder über ihn lustig, ebenso wie die beiden vorigen Male. Diese Nacht, sagten sie, hätte er die Wiesen wohl gut gehütet, denn er sähe ja aus, als ob er noch im Schlafe ginge, und was dergleichen mehr war. Aber Aschenbrödel tat, als ob er nicht darauf achte, sondern sagte bloß, sie möchten nur hingehen und zusehen. Das taten sie denn auch, aber das Gras stand da ebenso schön und üppig als den Tag zuvor. Um diese Zeit geschah es, dass der König des Landes, in welchem Aschenbrödels Vater wohnte, ein Aufgebot in seinem ganzen Reich ergehen ließ. Der König hatte nämlich eine Tochter von wunderlieblicher Schönheit, und die wollte er verheiraten. Die Tochter aber saß mit drei goldenen Äpfeln in ihrem Schoß oben auf einem hohen gläsernen Berg, der war so glatt wie Eis und so blank wie ein Spiegel. Wer nun auf den Berg reiten und ihr die drei Äpfel aus dem Schoß nehmen könnte, der sollte die Prinzessin und das halbe Reich haben. Das hatte der König in allen Kirchdörfern in seinem ganzen Reich und noch in vielen anderen Königreichen bekannt machen lassen. Weil nun die Prinzessin so außerordentlich schön war, dass jeder, der sie nur ansah, sogleich in sie verliebt ward, er mochte wollen oder nicht, so hatten alle Prinzen und Ritter große Lust, sie und das halbe Königreich zu gewinnen, und kamen daher von allen Enden der Welt geritten, so stattlich, dass man den Glanz schon von weitem sah, und ihre Pferde gingen einher, als ob sie unter ihnen tanzten. Kurz, es war niemand, der nicht daran dachte, die Prinzessin und das halbe Reich zu gewinnen.
Als nun der Tag gekommen war, den der König zu dem Ritt bestimmt hatte, waren so viele Prinzen und Ritter um den gläsernen Berg versammelt, dass es von ihnen nur so wimmelte, und jeder, der nur kriechen konnte, wollte hin und sehen, wer die Königstochter gewönne. Und die beiden Brüder von Aschenbrödel wollten auch hin. Aber Aschenbrödel wollten sie nicht mithaben, denn hätten sie einen solchen Wechselbalg bei sich, so schwarz und abscheulich wie er, der immer da liege und in der Asche wühle, sagten sie, dann würden die Leute sich nur über sie lustig machen. Aschenbrödel aber sagte, es wäre ihm ganz einerlei, er bliebe auch ebenso gern zu Hause. Als nun die beiden Brüder zu dem gläsernen Berg kamen, versuchten schon alle Ritter und Prinzen den Ritt, und sie ritten, daß die Pferde unter ihnen schäumten. Ja, aber es half ihnen alles nichts, denn so wie nur das Pferd den Fuß an den Berg setzte, glitt es immer wieder aus, und es war kein einziger da, der nur ein paar Ellen lang an den Berg hinaufgekommen wäre. Und das war eben nicht zu verwundern, denn der Berg war so glatt wie ein Spiegel und so steil wie eine Wand. Alle aber wollten gern die Königstochter und das halbe Reich gewinnen, und sie ritten und sie glitten, aber alles umsonst. Zuletzt waren alle Pferde schon so ausgemattet, dass sie nicht mehr vom Fleck konnten, und über waren sie mit Schweiß bedeckt, und der Schaum stand ihnen vor dem Mund. Da mußten sich denn die Prinzen und Ritter endlich geben. Der König wollte nun schon bekannt machen lassen, dass das Wettstreiten den nächsten Tag wieder anfangen sollte, ob's dann vielleicht einem gelingen möchte. Aber in demselben Augenblick kam ein Ritter in einer kupfernen Rüstung daher. Die war so blank, dass man sich darin spiegeln konnte. Und das Pferd, das er ritt, war so groß und so stattlich, wie noch keiner ein solches Pferd je gesehen hatte. Die anderen Prinzen und Ritter aber riefen ihm zu, er könne sich gern die Mühe sparen, den Ritt zu versuchen, denn es würde ihm doch nichts helfen. Jener konnte aber auf dem Ohr nichts hören, sondern ritt gerade auf den gläsernen Berg zu und hinan und hinauf, als wär es gar nichts gewesen. Als er aber um das erste Trittteil hinaufgekommen war, lenkte er mit dem Pferd um und ritt wieder zurück. Einen so schönen Ritter hatte die Prinzessin noch nie zuvor gesehen, und sie dachte bei sich selbst, »Ach Gott, wenn er doch nur heraufkäme!« Als sie aber sah, dass er mit dem Pferd wieder umlenkte, warf sie ihm einen von den goldenen Äpfeln nach, und der rollte hinab in seinen Schuh. Sobald der fremde Ritter wieder unten war, gab er seinem Pferd die Sporen und jagte davon, und niemand wußte, wo er gestoben oder geflogen war. Am Abend sollten alle Prinzen und Ritter vor dem König erscheinen, damit der, welcher an dem gläsernen Berg hinaufgeritten sei, den goldenen Apfel aufzeigen könne, den die Königstochter ihm zugeworfen hatte. Aber da war keiner, der etwas aufzeigen konnte. Der eine kam nach dem anderen, aber den goldenen Apfel hatte niemand. Als nun die Brüder Aschenbrödels wieder nach Hause kamen, erzählten sie ein langes und breites von dem Ritt auf den gläsernen Berg. Wie zuerst keiner auch nur einen Schritt lang an den Berg hätte hinaufkommen können, und wie nachher einer gekommen wäre in einer kupfernen Rüstung, so blank, dass man sich darin spiegeln konnte. »Und das war ein Bursch«, sagten sie, »der konnte reiten. Er ritt wohl über den dritten Teil an dem gläsernen Berg hinauf, und er hätte wohl auch ganz hinaufreiten können, wenn er bloß gewollt hätte. Aber da kehrte er wieder um, denn er mochte wohl denken, es sei genug für das Mal.« »Oh, den hätte ich wohl auch gern sehen mögen«, sagte Aschenbrödel. Er saß auf dem Herd und fühlte in der Asche, wie er gewöhnlich zu tun pflegte. »Ja, du«, sagten die Brüder, »du siehst auch danach aus, dass du dich vor so hohen Herrschaften kannst sehen lassen, du abscheuliches Biest, so wie du da sitzest.« Den andern Tag wollten die Brüder wieder nach dem gläsernen Berg, und Aschenbrödel bat sie auch dieses Mal, sie möchten ihn doch mitnehmen, damit er auch zusehen könne. »Aber nein, das ging nicht an. Dazu wäre er viel zu hässlich«, sagten sie. »Ei nun, so bleibe ich auch ebenso gern zu Hause«, sagte Aschenbrödel. Als die Brüder zu dem Berg kamen, begannen eben die Ritter und Prinzen wieder ihr Wettstreiten. Und dasmal hatten sie ihre Pferde gehörig beschlagen lassen, kannst du glauben. Aber es half ihnen doch alles nichts. Sie ritten und sie glitten ebenso wie den vorigen Tag, und keiner kam auch nur eine Elle lang an den Berg hinauf. Und als sie ihre Pferde so lange abgequält hatten, dass sie nicht mehr von der Stelle konnten, mußten sie alle wieder aufhalten.
Nun wollte der König schon bekannt machen lassen, dass das Wettstreiten den nächsten Tag zum letzten Male vor sich gehen sollte, ob's dann vielleicht noch einem gelänge. Da fiel ihm aber der Ritter mit der kupfernen Rüstung ein, und er beschloss, noch ein wenig zu warten, ob er sich nicht etwa auch noch einfinden möchte. Aber der Ritter mit der kupfernen Rüstung fand sich nicht ein. Dagegen aber kam nach einer Weile ein anderer Ritter dahergesprengt. Der trug eine silberne Rüstung, die blitzte schon von Weitem, und das Ross, welches er ritt, war noch weit größer und stattlicher als das des kupfernen Ritters von gestern. Die Ritter und Prinzen riefen ihm zwar zu, er könne sich gern die Mühe sparen, den Ritt zu versuchen, denn es würde ihm doch nichts helfen, aber er achtete nicht darauf, sondern ritt gerade auf den gläsernen Berg zu und hinan und hinauf, noch viel weiter als der in der kupfernen Rüstung. Als er aber um 2/3 hinaufgekommen war, lenkte er mit seinem Pferd um und ritt wieder zurück. Den Ritter mochte nun die Prinzessin noch lieber leiden als den von gestern, und sie wünschte, dass er doch nur ganz hinaufkommen möchte. Als sie aber sah, dass er wieder umkehrte, warf sie ihm den anderen Apfel nach, und der rollte hinunter in seinen Schuh. Der Ritter aber jagte schnell davon, und niemand wußte, wo er geblieben war. Am Abend sollten wieder alle vor den König und der Prinzessin erscheinen, damit der, welcher den goldenen Apfel hätte, ihn aufweisen könne. Aber den goldenen Apfel hatte niemand. Die Brüder erzählten zu Hause wieder, wie sich alles zugetragen hatte. Alle Prinzen und Ritter, die da versammelt waren, sagten sie, konnten nichts ausrichten. Zuletzt aber kam einer mit einer silbernen Rüstung. Wetter nicht mal, der konnte reiten. Er kam wohl über 2/3 an den Berg hinauf, und da kehrte er wieder um. Aber das war ein Bursch, und die Prinzessin warf ihm den 2. Apfel nach. »Ach, den hätte ich wohl auch sehen mögen«, sagte Aschenbrödel. »Ja, er war ein wenig blanker als die Asche, worin du willst, du schwarzes Biest«, sagten die Brüder. Am 3. Tag ging es wieder ungefähr ebenso. Aschenbrödel wollte wieder mit und zusehen, aber die Brüder wollten ihn durchaus nicht mitnehmen. Als sie zu dem gläsernen Berg kamen, konnte wieder niemand auch nur eine Elle lang hinaufkommen. Alle warteten nun auf den Ritter mit der silbernen Rüstung, aber der war weder zu sehen noch zu hören. Endlich kam ein Ritter in einer goldenen Rüstung dahergesprengt, die strahlte, daß man den Glanz schon weit in der Ferne sehen konnte, und das Pferd, das er ritt, war so groß und so stattlich, daß keiner noch dergleichen je gesehen hatte. Die Prinzen und Ritter konnten nun vor lauter Verwunderung ihm nicht einmal zurufen, dass er sich die Mühe sparen solle, den Ritt zu versuchen, und ehe sie sich's noch versahen, war er schon bei dem gläsernen Berg und sprengte hinauf, als wäre es gar nichts gewesen, so dass die Prinzessin nicht einmal Zeit bekam zu wünschen, er möchte doch ganz hinaufkommen. Oben nahm er ihr den 3. goldenen Apfel aus dem Schoß, lenkte dann mit seinem Pferd wieder um, und fort war er, als wäre er verschwunden. Als am Abend die Brüder nach Hause kamen, erzählten sie wieder ein langes und breites von dem Wettstreiten an dem Tage, und zuletzt erzählten sie auch von dem Ritter mit der goldenen Rüstung. »Das war aber ein Bursch«, sagten sie, »einen so stattlichen Ritter gibt's nicht mehr in der Welt.« »Oh, den hätte ich auch wohl sehen mögen«, sagte Aschenbrödel. »Ja, es blitzt nicht völlig so in der Asche, worin du immer wühlst, du schwarzes Biest«, sagten die Brüder. Tags darauf sollten alle Prinzen und Ritter vor dem König und der Prinzessin erscheinen, denn am Abend, glaube ich, war es schon zu spät geworden, damit der, welcher den goldenen Apfel hätte, ihn aufweisen könne. Es kam nun einer nach dem anderen. Erst kamen alle Prinzen und dann die Ritter, aber den goldenen Apfel hatte niemand. »Ja, einer muß ihn doch haben«, sagte der König, »denn wir sahen es ja alle mit unseren Augen, wie er da den Berg hinaufritt und ihn der Prinzessin aus dem Schoße nahm.« Daß sich aber niemand meldete, gab endlich der König den Befehl, daß alle Leute in seinem ganzen Land aufs Schloss kommen sollten, damit der, welcher den goldenen Apfel hätte, ihn aufweise. Es kam nun einer nach dem anderen, aber den goldenen Apfel hatte niemand. Endlich kamen auch die beiden Brüder von Aschenbrödel. Sie waren die Letzten. Darauf fragte der König, ob denn gar nicht mehr Leute in seinem Reich wären.
»Ja, wir haben noch einen Bruder zu Hause«, sagten die beiden, »aber der hat den goldenen Apfel wohl nicht genommen, denn er ist in der Zeit nicht aus dem Aschehaufen gekommen.« »Einerlei«, sagte der König, »sind alle die anderen hier gewesen, so mag er auch kommen.« Und da mußte denn Aschenbrödel auch aufs Schloss. »Hast du den goldenen Apfel, du?« fragte ihn der König. »Ja, hier ist er, und hier ist der andere, und hier ist der dritte«, sagte Aschenbrödel, indem er alle drei goldenen Äpfel aus der Tasche nahm, und in demselben Augenblick warf er seine rußigen Kleider ab und stand nun da in seiner goldenen Rüstung, daß es nur so blitzte. »Ja, du sollst meine Tochter und das halbe Reich haben«, sagte der König, »denn du hast beides ehrlich verdient.« Darauf wurde die Hochzeit gehalten, und Aschenbrödel bekam die Prinzessin und das halbe Reich. Bei der Hochzeit aber ging's lustig her, denn Hochzeit feiern konnten sie alle, wenn sie auch nicht auf den gläsernen Berg reiten konnten. Und haben sie nicht aufgehört zu feiern, so feiern sie noch.